Wir springen direkt auch in das Thema und wir sehen hier das Thema Zinsen. Und ich denke, wir sind uns alle einig, so zumindest ja ein alter Leitsatz der Volkswirtschaftslehre. Der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft. Er hat eine wichtige Lenkungsfunktion. Ist er zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und wir sehen hier dargestellt die Renditen von 10-jährigen deutschen Staatsanleihen in türkisblau. Wir sehen die Renditen von US-Staatsanleihen in dunkelblau. Und da sehen wir eben, über lange Zeit hatten wir Renditen von um die Nulllinie, speziell in Europa, in der Eurozone. Dann sogar Renditen, die unterhalb von Null lagen, also negative Renditen, um dem deutschen Staat entsprechend Kapital zur Verfügung stellen zu dürfen. Und nun sehen Sie hier entsprechend auch diese Zinswende, die sich natürlich auch bei den Leitzinsen deutlich zeigt und daher aktuell auch die Situation, die kurzfristigen Leitzinsen sind höher als die langfristigen Kapitalmarktrenditen, eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve. Aber viel wichtiger hier, glaube ich, der Punkt. Ich denke, es gibt gar keine Diskussion darüber, dass die Zinsen lange Zeit zu niedrig waren. Dann im Rahmen der Stützungsmaßnahmen der Corona-Pandemie, das Hand-in-Hand-Agieren von Fiskalpolitik. Dort wurde Geld ausgegeben, finanziert am Ende des Tages durch die Notenbanken. Das wird wohl in den Geschichtsbüchern im Nachhinein der Siedepunkt einer Geldpolitik sein, die den Rahmen deutlich überzogen hat. Und die Konsequenzen sieht man ja beispielsweise aktuell auch unter anderem bei der Inflationsrate, aber vor allem natürlich auch bei den Vermögenspreisen, die sich doch in einigen Fällen stark von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten abgekoppelt haben. Und nun ist eben dieser Zins zurück. Und die Frage stellt sich, wo sehen wir diese Fehlallokationen von Kapital?